Österreich steht vor weiteren Verschärfungen. Weil die Infektionszahlen stetig nach oben gehen, wird die Bundesregierung heute Nachmittag strengere Regeln präsentieren, Ausgangsbeschränkungen inklusive. Und auch weitere Details zur neuen Verordnung gibt es bereits. Im Bundeskanzleramt folgt dieser Tage eine Krisensitzung auf die andere. Nach Treffen mit den Sozialpartnern und führenden Gesundheitsexperten hat die Regierung für heute noch Gespräche mit den Oppositionsparteien und den Landeshauptleuten geplant. Thema wird dort wohl auch dieser Entwurf für einen neuen Verordnungstext sein, der seit gestern kursiert. Demnach müssten alle Lokale zusperren, nur noch Abhol- und Lieferservice wäre möglich. Auch Theater und Kinos würden komplett geschlossen, Schulen und Geschäfte aber geöffnet bleiben. Angedacht sind offenbar auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh könnte das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur aus den bereits im Covid-19-Gesetz verankerten 5 Gründen erlaubt werden. Wenn Gefahr droht, um anderen zu helfen, für Einkäufe, um arbeiten zu gehen und zur körperlichen und psychischen Erholung, wie es heißt. All das ist bisher aber bloß ein Entwurf und könnte sich bis zur Verkündung der neuen Maßnahmen heute Nachmittag noch ändern. Der ORF berichtet dann live von dieser Pressekonferenz in einer ZIP-Spezial um 16:25 Uhr hier in ORF 2.